Hallöchen Leute, willkommen zum mittlerweile 60. Part von Let's Play Pokémon Ash Gray Edition. Ja, da habe ich mich kurz verschluckt, aber ist egal. Wir sind jetzt auf dem Orange Archipel und wollen hier weitermachen. Ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Weil so viel vom Spiel kommt dann glaube ich gar nicht mehr. Also so, dass wir sind fast mit der Reise von Ash durch. Durch die ersten beiden Staffeln, glaube ich. Ich meine, es waren die ersten beiden Staffeln, die das Ganze behandelt haben. Was das Spiel hier uns vermitteln möchte. Gehen wir mal weiter. Okay. Auf zum... zu den Tangela-Inseln. Keine Ahnung, was die damit mir sagen wollen. Oh, Items. Ultraball. Wo geht's denn nicht weiter? Hä? Oder muss ich da ins Schiff oder so? Schwer. Voll für Vorteil. Ich muss hier durch. Glaube ich. Okay. Tangelo Island. Okay. Was auch immer das für ein Park war. Was ist das? Oh nein, Lapras. Lapras. Come on, get up and moving this stupid lamp. Ey! Man schlägt doch keinen Abrass! Ja, ich war euch alle platt, man schlägt doch keinen Abrass! Ach, das sind diese Dolmetscher. Ja, ich finde den Spider immer noch ziemlich krass. Dafür, dass normalerweise alle Pokémon-Trainer relativ freundlich sind. Warum versuche ich überhaupt? Dafür, dass alle Pokémon-Trainer normalerweise immer relativ freundlich sind zu ihren Pokémon. Also, mal abgesehen von T-Rocket und sowas. Aber sowas ist doch nicht nett. Diese ganzen Tom-Töre-Trainer, die sind nicht nett. Die sind überhaupt nicht nett. Na, es ist glaube ich sowieso schon schneller. Ich werde dich ja gerne lassen, nicht? Ja, du besiegst dich ja quasi selber. Ja gut, das war's, dann muss ich dich wieder austauschen. Hast du nun davon? Das tut mir mal leid. Ich hätte es gern trainiert, aber es ist halt teilweise unmöglich. Und da kommt die Stadt der Statik. Beste. Bam, 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 badam. Dum, dum. Hitmonchan, ja, da wäre Glurak halt am besten, nicht? Ich hab mir meine Items nicht geholt. Oder auch nicht. Relaxo? Willst du es versuchen? Bam! Ja. Yep, yep. Hat besser geklappt, als ich jetzt erwartet hätte. Und ein Biboa. Bitte schön zu besiegen.
Ach, das ist Tracy. Forgot that Lapa, so let's do surf one. It's Tracy, hallo Tracy. Tracy, Tracy. Düb, düb, düb. Einfach mal im Heilen gehen. Weil Glurak ja sowieso jeder keine Lust hatte. Tracy, the nurse said to his lapas will be just fine. Du 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 du. Du 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 du. Bam, ba da 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 da. Hallo Lapras, du bist toll. Die können Raids. Oh Lapras, weiter und trust me. Hallo ihr Pfeifen. Hallo ihr Spacken. Hallo zum Rocket. Dum, 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 dum. So zehn Jahre, ach ja. Und das ist ganz schön vom Level her hoch. Setz die Dorte ein! Aber es kann ja leider nichts, das ist halt das Problem von diesem. So. Machst du kurz Prozess? Dankeschön. Dankeschön, Glurak. Level 53, wunderschön. Und wechseln wir einmal zu Relaxo. Haha, geht daneben. So, Lichtjun. Critical Hit sogar. Schön, schön. Und Weezing! Yay! Abgangsband. So widerlich! So widerlich! Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt one-hitte. Nee. Roman. Memento. Das ist Memento. Okay. Von der Attacke habe ich lange nichts oder noch nie was gehört. Und Arbok. Für Arbok möchte ich doch bitte mit Relaxo draußen. Dim, 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 dim. Body Slam. Und du setzt Hotter ein. Hör auf damit. Aber das kann ziemlich übel werden, wenn das dann ziemlich hoch ist und dann trifft. Oder so rum. Das geht natürlich auch. Dass es sich damit einfach aufheilt mit 2-3 Stockpilz oder Hortern. Ich verstehe Attacke auch nicht so richtig irgendwie, also ich weiß es nicht. Es müsste doch eigentlich zwei Slots sowieso einnehmen, oder? Bye bye. Hey Lapras! Woo, Lapras ist das Beste! Ich mach Lapras echt sehr, sehr, sehr gerne. Na gut, das ist Level 30. Das ist eine Sache. Müsste ich eigentlich trainieren. Who asked this nearest game is on Nikan Island? That's not off here. And so, Lapras will be able to any trouble at all. I meet see you there. Bye bye. Ich will Lapras aber irgendwie gar nicht so richtig trainieren. Aber hier kann ich doch. Lapras kann Surfer. Tatsache.
Cool, ich kann jetzt surfen. Wunderschön. Was ist denn hier? Das ist cool. Das ist eigentlich richtig geil. Manu. Nein, wir wollen den Tropic Pass immer noch. Okay, dann setz mich mal hier Surfer ein. Du, das ist cool. Ja. Wir können jetzt voll krass surfen. Goldini. Yep. Ich werde Lapras im Team behalten, aber wahrscheinlich nicht trainieren. Also nicht, dass ihr euch wundert. Klar, ein Aurora-Strahl wäre jetzt nicht verkehrt, aber ich weiß, dass das Archipel hier nicht wirklich mit, nicht wirklich Trainer hat, die nicht, mir irgendwie gefährlich werden können mit Drachen-Pokémon. Zumindest die Arena-Leiter sind so wie. Es gibt ja sowieso keine wirklichen Arena-Leiter, es gibt nur Minispiele. Dich möchte ich aber angreifen. Also wirklich Herausforderungen sollten sie eigentlich nicht sein. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Ja gut, ab und zu mal so ein paar Wasser-Pokémon. Aber wir sind ja vom Level her ziemlich drüber. Und wir haben ja eigentlich unser Team so relativ gut zusammen. So ist es ja nicht, nicht, Leute? So ist es ja nicht. Na, mal gucken, wie viel Schaden das macht. Das ist ja immer noch der zweite Typ Gift. Das macht es immer so ein bisschen besonders, gegen einen Tentoxer zu kämpfen. Das müsste die... Nein, die normale... Okay, ich habe jetzt eher gedacht, dass es die Spezialverteidigung erhöhen möchte. Weil, ich meine, es ist Pikachu. Und Wasser-Pokémon wäre dann sowieso viel sinnvoller, wenn man dann, ich glaube, Reflektor war das, einsetzt, oder? Lightscreen, das war doch, gegen Damage schon. Das ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Dann mache ich das mal zum Allgemeinwohl. Obwohl ich glaube nicht mehr glaube, dass da wirklich was viel passieren wird hier in dem Spiel. Und als Sea King heißt Simon. Hallo Simon. Nein, Moment, Gold King. Simon war ja Citra. Und da schlägt die Statik wieder zu. Ach, ist das herrlich. Yay, besiegt. Wunderbar. Wunderbar. Oh, Messi. Bitteschön. Ah, das ist wieder so ein typischer Wasserhut, wo ganz viele Trainer sind. Okay. Los, Charizard. Charizard. Ja, wir können vielleicht mal wieder ein bisschen mit Dings kämpfen, mit Bisasam. Die Statik! Yeah! Statik ist cool. Zwar nicht cool, wenn man das als Gegner hat, aber sonst ist die ganz fein. Wird super effektiv. Citra! Du, Quaputzi wieder. Und besiegt. Wunderbar. Ha, besiegt. Und nochmal. Und los rennen. So. Dann müssen wir... Ja, es geht auch so. Okay.
Ja, ich möchte meine Pokémon bitte heilen. Dankeschön. Ja, das könnte jetzt wieder ein bisschen langweiliger werden. Ich weiß auch gar nicht genau, worüber man jetzt reden könnte. Davon... Na, ich habe ja schon erwähnt, dass ich die Sonne und Mond mittlerweile durch habe. Ich bin jetzt an der Pokémon-Jagd. Das mache ich eigentlich immer halt meistens, wenn das Spiel dann halt durch ist. Da gehe ich auch nochmal alles durch. Also ich gucke überall und setze halt in dem Fall Bisbug ein, beziehungsweise den Itemfinder. Von den versteckten Items, ihr wisst Bescheid. Ja, das ist halt immer so meine Sache, die ich dann halt machen möchte. Das ist doch eine Trainerin. Ja. Das mache ich dann halt immer, das mache ich auch hier wahrscheinlich nicht. Weil in Hex mache ich das eigentlich selten. Habe ich, glaube ich, sogar noch nie gemacht. Und Jurap. Das habe ich halt in Hex so noch nie gemacht. Weil einfach die Interesse so ein bisschen fehlt. Ich mache das gerne in der Hauptedition. Aber hier irgendwie nicht so gerne. Weil wir haben ja über die, hier wo wir über diese, durch die ganze Region halt gereist sind, haben wir ja öfters mal Stellen gesehen, wo wir vorher nicht hin konnten. Für den Kraxler zum Beispiel. Aber sowas ist halt hier nicht in meinem Interesse, das zu machen. Mir reicht es, wenn ich hier die Story durch habe und das Ganze. Weil die Story ist doch manchmal ganz schön happiger und ja. Da fehlt mir manchmal so ein bisschen die Worte. Cloyster, so aus das. Ja, die Kämpfe sind jetzt halt ein bisschen langweilig hier. Ich bin aber eher nach wie vor nicht der Freund von Vorspulen. Weil, ja, es ist ein. Ich finde es einfach komisch. Also, wenn ich das jetzt so privat mache und trainiere, dann ist es okay. Aber nicht, wenn ich hier im Kämpfen bin. Im Kämpfen für den Part. Dann nicht. Vor allem, weil die Kämpfe ja doch relativ flott vonstatten gehen, weil wir halt Pikachu haben. Das ist auch gut so. Das solltest du doch überstehen, oder? Ja. Ich mache da auch das, glaube ich, was ich im letzten Mal versprochen habe, dass ich meine Items wieder mitnehme, die ich abgelegt habe. Level 56, wunderbar. Wunderbärst. Nein, das Licht hatte ich nicht geblendet, ich war einfach besser als du. So, Hallo? Hallo? Ja. Er hat einen Krampf, aha. So ist das also, mein lieber Mickey. Gold Duck. Ich hätte am liebsten ein bisschen Samen reingerufen, aber ich glaube... Die Psycho-Attacken dürften ihnen nicht ganz so gefallen. Die dürften ihnen nicht ganz so gut gefallen, tatsächlich. So, und Body Slam. Und nochmal Gold Duck, hey! So kreativ. Aber diesmal mit Level 48 tatsächlich mal. Also vom Level her ein bisschen dichter an unserem. Ich muss mich mal ein bisschen anders hinsetzen. Also ist das schon angenehmer. Und down. Dip, 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 dip. So viele Trainer auf einmal. Ich glaube, ich mache es dann auch noch bis zur nächsten Insel, also dem Part. Wenn es dann halt mal ein bisschen länger wird, ist es halt nicht so schlimm. Ist es halt so. Aber was soll's. Also wir kämpfen jetzt wahrscheinlich sowieso dann halt noch bis zum Ende und dann... ist es halt so, dass wir den Mellerin so weitermachen. Dann könnt ihr auch gerne, wenn ihr keine Bock mehr habt zu hören, dann könnt ihr den Part auch gerne beenden, weil es wird ja halt... Ich bin ein komischer YouTuber manchmal, wa? Also normalerweise sind die alle immer so, boah, wir müssen das Ganze vorantreiben, alle müssen das Video bis zum Ende gucken, aber ich sag, bei solchen Projekten wie Pokémon hier, wo wir teilweise Routen haben, wo wir nur kämpfen,
da ist das doch manchmal ein bisschen nervig. Die ganze Zeit zu gucken. Slow bro. Ich glaube, da versuche ich es mal mit Relax so weiter. Auch wenn wir jetzt vergiftet sind, sollte man aber trotzdem irgendwie überstehen. Ja, zwei Hits sollten reichen. Body Slam und damit solltest du zu knabbern haben, Mann. Danke. Mein Slowbo. Dankeschön. Okay, das wär's sogar schon gewesen. Mecken Island. Einfach mal eben rein. Und teilen und dann ist der Part eigentlich auch schon vorbei. Dum, dum, du, du, dum. Gut, ich bin gleich mal gespannt, ob hier irgendwo vielleicht ein Supermarkt ist. Wäre ganz praktisch, dann muss ich nämlich dich zurück, weil ich nämlich noch mir ein bisschen was holen möchte. Naja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play Pokémon Ash Gray. Danke fürs Reinschalten und bis dann. Bye, bye.